Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu meiner ersten kleinen Waldrunde im Pilzjahr 2024. Langjährige Abonnenten kennen diesen Spot vielleicht. Ja, das hier ist tatsächlich eins meiner absoluten Lieblings-Winterpilzhabitate und irgendwie ist es zur Tradition geworden, dass ich zum Start ins neue Pilzjahr jedes Jahr in diesem Habitat unterwegs bin. Dieses Jahr muss ich allerdings vorweg schicken, es sieht gar nicht mal so gut aus mit Winterpilzen und das liegt tatsächlich am absolut phänomenalen Wetter. Ich hätte schon fast Lust, die Morchelgebiete unsicher zu machen. Es fühlt sich so hammermäßig nach Frühling an. Ja, gerade jetzt, die letzten Tage waren sehr mild, teilweise 15, 16 Grad. Heute ist es ein bisschen kühler, 8, 9 Grad, aber trotzdem sehr, sehr mild für die Jahreszeit. Ja, und wie wir auf den letzten Waldrunden schon so ein bisschen festgestellt haben, das gefällt den typischen Winterpilzen wie Austernseitling und Samtfußrübling überhaupt nicht. Also, ob wir Austernseitlinge, Samtfußrüblinge, Muschelseitlinge, Zitterlinge, Galertpilze generell finden werden, ich wage es zu bezweifeln. Aber ja, auf so einer Waldrunde geht man nie leer aus und ich habe trotzdem Lust, eine große Runde hier durch den Auwald zu drehen. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass wir an geschützten Stellen doch auf frische Vorkommen von irgendwelchen typischen Winterpilzen stoßen. Und dann würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, sondern schauen wir mal, was hier so los ist. Dieses große Stück Totholz war in den letzten Jahren immer der Start ins neue Pilzjahr für mich. Warum? Hier gibt es normalerweise Samtfußrüblinge. Gerade da hinten im Eck sind sie immer gewachsen und wie wir schon sehen können, ja, da tut sich leider nichts. Ich habe es mir schon gedacht. Aber ja, vielleicht habe ich die Flinte etwas zu früh ins Korn geworfen, denn schaut's mal, tatsächlich doch ein einigermaßen, oh, da sind sogar noch mehr, schaut's mal, tatsächlich frisches Wachstum bei den Samtfußrüblingen. Wer hätte es bei dieser Witterung gedacht? Gut, die stehen hier mega, mega geschützt. Nicht nur dieses Totholz sorgt für Schatten, sondern auch die Rinde war hier so ein bisschen drüber. Ja, und da würde ich doch sagen, der erste Fund im Pilzjahr 2024 sind, wie so oft in den letzten Jahren, Samtfußrüblinge. Die kleinen hier hinten, die werden wir wieder zudecken. Und den großen hier vorne werden wir mal mitnehmen. Ja, und das schürt jetzt doch so ein bisschen Hoffnung, dass ein bisschen mehr los ist, als zunächst vermutet. Schaut's mal, sehr dezent, aber wenn man weiß, nach was man schauen muss, dann doch sehr, sehr auffällig. Hier jetzt sogar von der Sonne so ein bisschen angestrahlt, zeigt sich wieder der fleischrote Galertbecher. Nicht so üppig wie an der anderen Stelle, die wir euch auf den letzten Waldrunden ja schon gezeigt haben. Da bevölkern die ja den kompletten Laubholzstamm. Hier eher vereinzelt. Ja, hier vorne sogar ein paar größere. Und gerade wenn eben die Sonne drauf scheint, absolut herrlich. Ja, und jetzt haben wir innerhalb von, was sind es, 100, 150 Metern gleich zwei Arten gefunden. Ja, und ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob wir die 3, 4, 5 Arten heute überhaupt voll bekommen. Sieht also gar nicht mal so schlecht aus. Hoffentlich geht es so weiter. Wer jetzt in den passenden Habitaten unterwegs ist, der wird ganz, ganz sicher auf diese Art stoßen. Eine Art, die genau jetzt Hauptsaison hat, finde ich eigentlich fast in jedem Jahr, vor allem um den Jahreswechsel frisch wachsend. Der Winterstielporling, kein Speisepilz, weil er eine sehr, sehr zähe, ja schon fast korkähnliche Konsistenz hat und sehr, sehr einfach zu erkennen, weil er eben jetzt im Winter wächst und ganz, ganz wichtig, weil er ganz, ganz grobe Poren hat. Warum ist das wichtig? Ja, es gibt dann gerade so in der Übergangsphase vom Winter zum Frühling den sogenannten Maiporling. Der schaut, ja, plus minus eigentlich exakt so aus wie der Winterstielporling. Der hat aber gerade jung extrem feine, kaum sichtbare Poren. Ja, und der Winterstielporling, wenn der dann vielleicht aus welchen Gründen auch immer doch nochmal sehr, sehr spät wächst, erst im März oder April oder eben alt noch rumsteht, kann dann über die Größe von den Poren, die man hier sehr, sehr gut erkennen kann, relativ einfach vom Maiporling unterschieden werden. Ja, und wir sind immer noch auf den ersten Metern und haken schon die Nummer 3 auf der heutigen Fundliste ab.
Das Tolle an vielen Auwäldern ist, es kümmert sich eigentlich fast niemand drum. Ja, und was bedeutet das? Totholz ohne Ende. Und so ist es auch hier. Hier gehen zwar so ein paar Trampelpfade durch, ja, und dazwischen ist es relativ dicht, aber es liegt halt überall Totholz ohne Ende rum. Und das ist im Winter von Vorteil, weil die meisten Arten auf Totholz erscheinen. So auch unser nächster Fund, den ich fast übersehen habe. Ich habe nämlich bereits die Blätter so ein bisschen entfernt und hier haben wir jetzt eine Seitlingsart. Ja, wenn ich mir diese Farben so ein bisschen anschaue, gerade am Rand, sind die für Austernseitlinge viel zu bunt. Da möchte ich doch glatt eine Wette eingehen, dass wenn wir da jetzt einen Fruchtkörper entnehmen, dass sich da ein gelber Stielansatz zeigt und wir hier den Muschelseitling vor uns haben. Ja, bevor wir da weiter rumraten, rätseln oder wetten, nehmen wir mal einen Fruchtkörper raus und schauen wir mal, ob die Vermutung korrekt ist. Anfangsvermutung war korrekt, aber das ist auch nicht ganz so schwer, denn wenn man diese beiden Arten, also die Austernseitlinge und die Muschelseitlinge, schon ein paar Mal in der Hand hatte, dann kann man die wegen der typischen Farben normalerweise eigentlich schon von oben erkennen und unterscheiden. Absolutes Kernmerkmal vom gelbstieligen Muschelseitling, deswegen heißt er auch so, ist dieser gelbe Stielansatz hier. Den hätte der Austernseitling so auch nicht. Ja, und gerade wenn man vielleicht noch nicht so viel Erfahrung bei den Winterpilzen hat, ist es natürlich immer empfohlen, so einen Fund rauszunehmen, sich den genauer anzuschauen. Ja, und wenn es dann dieser gelbe Stielansatz ist, der zu sehen ist, dann kann es eigentlich kein Austernseitling sein. Ja, und wenn dieser Stielansatz fehlt, dann würde ich die Farben prüfen. Und die Farben gehen bei den Muschelseitlingen immer so ein bisschen ins Bunte. Die kann man gar nicht so genau beschreiben. Mal sind es eher so Grau-Grün-Töne, mal mischen sich so ganz dezente Violett-Töne mit rein. Ja, und die Lamellen sind in der Regel deutlich wärmer, deutlich gelblicher gefärbt als bei den Austernseitlingen. Bei den Austernseitlingen sind es eher gräuliche Farben, grau-weißliche Farben, ja, nicht so warm, eher kälter. Und auch dieser gelbe Stielansatz fehlt, wie gesagt. Aber wir kommen noch an ein paar Stellen vorbei, wo wir in den letzten Jahren immer mal wieder Austernseitlinge hatten. Vielleicht haben wir ja das Glück, dass da noch ein, zwei Fruchtkörper rumstehen oder vielleicht sogar auch frisch gewachsen sind. Dann können wir da vielleicht noch mal einen direkten Vergleich drehen. Wenn ihr mögt, gerne Daumen drücken, dass das klappt. Schaut's mal, wen ich auch gerade endlich wieder mal finden durfte. Der gemeine Spaltblättling. Ein absoluter Massenpilz eigentlich, aber gerade so zum Start in diesem Winter ja eher so ein bisschen schwächelnd unterwegs. Also nicht ansatzweise so häufig wie gewohnt. Was ist der gemeine Spaltblättling? Ja, erstmal, er ist super fotogen und das liegt an seinem Kernmerkmal, den gespaltenen Lamellen. Dadurch entsteht diese wunderschöne Struktur auf der Hutunterseite. Ja, und die ist eben wunderschön anzuschauen und sehr, sehr beliebt bei Pilzfotografen. Auf der anderen Seite ist es eine sehr, sehr interessante Art, die auf der einen Seite ungenießbar ist, also kein Speisepilz, hat keinen Speisewert, keinen besonderen Geschmack, eine unangenehme Konsistenz. Auf der anderen Seite wird die Art als Heil- und Vitalpilz beschrieben und in der Naturheilkunde verwendet. Ja, und das, der dritte interessante oder vielleicht sogar so ein bisschen gefährliche Punkt ist, die Art soll sich tatsächlich bei geschwächten Personen oder Personen mit sehr, sehr schwachem Immunsystem in verschiedenen Organen angesiedelt haben. Da wurde wohl das Spornpulver der Art eingeatmet, das Immunsystem von den Personen war sehr geschwächt und dann soll sich da tatsächlich aus diesem eingeatmeten Spornpulver im Körper, zum Beispiel in der Lunge, das Myzel gebildet haben und zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen geführt haben. Deswegen würde ich, auch wenn das Risiko natürlich extrem gering ist, nicht an den Lamellen der Art riechen. Ja, der Teufel ist ein Eichhörnchen und jedes Risiko, das unnötig ist und das man vermeiden kann, sollte man natürlich auch vermeiden. Aber ein sehr, sehr interessanter und auch wunderschöner Kandidat, den man gerade jetzt im Winter sehr, sehr häufig finden kann. Und auch hier haben wir nochmal frisches Wachstum bei den Samtfußrüblingen. Schaut's mal, wie schön die Sonne drauf leuchtet. Ah, schöner geht's doch wirklich nicht.
Den fleischroten Galertbecher habe ich euch zwar schon gezeigt, aber jetzt bin ich an den Spot gekommen, den muss ich euch einfach nochmal zeigen. Nicht unbedingt wegen den Fruchtkörpern hier oder hier, das ist ja noch harmlos, aber jetzt passt es mal auf, was die hier für ein Wachstum an den Tag legen. Wieder so ein Spot, wo der fleischrote Galertbecher mit dem Wachstum förmlich eskaliert. Hier vorne eher größere Fruchtkörper, aber hier hinten ja so ein Mischmasch aus größeren und kleineren Fruchtkörpern. Schaut es nicht fantastisch aus? Was für ein toller Anblick, was für eine Farbe. Ja, und was für ein tolles Jahr haben diese fleischroten Galertbecher bzw. die Galertbecher allgemein dieses Jahr erwischt. Auch in den Pilzgruppen auf Facebook werden die gefühlt stündlich gepostet. Die scheinen sehr, sehr weit verbreitet, überall in größeren Mengen dieses Jahr vorzukommen. Tatsächlich sind auch hier in dem Gebiet scheinbar nochmal frische, junge Austernseitlinge nachgewachsen. Ja, ob die noch was für den Speisepilzkorb sind, die hier vorne sehen zumindest von oben nicht so schlecht aus, aber hier hinten sehen wir schon wieder ja, diese weißen Verfärbungen auf der Hutoberseite. Ja, ich würde sagen, die da vorne lassen wir jetzt erstmal stehen und da schnappen wir uns mal einen Fruchtkörper und versuchen mal von der Hutunterseite aus den Zustand genauer zu beurteilen. Und natürlich können wir dann auch gleich den direkten Vergleich mit dem gelbstieligen Muschelseitling drehen. Ja, wer hätte gedacht, dass hier und heute so viel los ist? Eigentlich schon fast erstaunlich und erschreckend, wie unterschiedlich der Zustand dieser Fruchtkörper ausfällt, obwohl die alle gleichzeitig mit dem gleichen Büschel gewachsen sind. Der hier unten, würde ich sagen, ja, sieht eigentlich top aus. Also Hutfarbe passt, Lamellenfarbe passt, Konsistenz, ja, typisch. Und wenn wir dann ein bisschen hier rüber gehen, vertrocknet, verfärbt, auf keinen Fall was für den Speisepilzkorb. Ja, und so unterschiedlich kann der Zustand von Außenseitlingen ausfallen, obwohl sie zur gleichen Zeit, am gleichen Standort, aus dem gleichen Substrat, im selben Büschel gewachsen sind. Ist es nicht faszinierend? Da in diesem Büschel zwei Fruchtkörper einen sehr tollen Zustand hatten, können wir hier jetzt den direkten Vergleich mit dem Muschelseitling gleich mal machen. Der Muschelseitling, wie schon gesagt, einfach irgendwie bunter. Ja? Wir haben hier am Rand diese, ja, so ein bisschen vielleicht violetten, vielleicht auch weinroten Farbtöne. Hier hinten eher so ein bisschen heller. Ja, schon so ganz, ganz dezent grau-grünlich noch. Und das kommt bei den Außenseitlingen so nicht vor. Die sind zwar auch nicht einfarbig gefärbt, in der Hutmitte ein bisschen heller, am Hutrand oft ein bisschen dunkler, aber halt grau-weißlich bis gräulich, maximal mal grau-bräunlich und eben keine Grüntöne, keine weinrötlichen Töne, keine violetten Töne. Das haben die Austernseitlinge in der Regel nicht. Und auf der Hutunterseite wird es dann gleich noch deutlicher. Hier jetzt das Ganze von der Hutunterseite gezeigt und da fällt eben auf, auch hier, ja, eigentlich fast noch ein krasserer Farbunterschied wie auf der Hutoberseite. Lamellenfarben beim Muschelseitling sehr, sehr warm, eher gelbbräunlich, mindestens so ein bisschen weiß-gelblich gefärbt. Ja, und Lamellenfarben beim Austernseitling, wie man sehen kann, eher weißlich, maximal weiß-gräulich gefärbt. Gerade bei frischen Exemplaren, klar, bei älteren Exemplaren können dann schon so ein paar bräunliche Farbveränderungen vorkommen. Noch einfacher geht es dann natürlich über diesen typischen gelben Stielansatz der Muschelseitlinge, den habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, den hat der Austernseitling so einfach nicht. Ja, und so lassen sich die beiden Arten sehr, sehr einfach unterscheiden. Ja, und vielleicht versucht ihr einfach mal euer Glück, ob ihr beide gleichzeitig finden könnt. Ich denke, spätestens, wenn ihr beide mal gleichzeitig in der Hand hattet, ja, dann dürft es da bei der Unterscheidung von den beiden Arten keine Unsicherheiten mehr geben. Diese Waldrunde, ja, ob die nicht schon ein ganz, ganz besonderes Pilzjahr ankündigt. Es ist eine Waldrunde, auf der ich im Prinzip all das finde, wo ich gesagt hätte, puh, das wird schwierig, da glaube ich eher nicht, dass sich was tut. Und die Arten, von denen ich jetzt gedacht hätte, ja, da könnte eigentlich was los sein. Orange-roter Kammpilz, rosafarbener Rindenpilz, rotrandiger Baumschwamm, Birkenporling und so weiter und so weiter. Diese typischen, ja, so ein bisschen witterungsunabhängigeren Arten, alle eigentlich nicht da. Und die Arten, wo ich gedacht hätte, ah, da wird sich nichts tun. Samtfußrübling, Muschelseitling, Austernseitling und jetzt sogar noch das Judasohr, lassen sich finden und teilweise in erstaunlich gutem Zustand.
Vor allem, wenn man das jetzt nochmal mit den Funden vergleicht, die wir auf den letzten Waldrunden hatten. Sehr, sehr interessante, sehr, sehr spannende und spaßige Waldrunde. Ja, und zumindest diese Judasohren hier vorne, denke ich, werden wir uns jetzt noch schnappen. Eigentlich wollte ich hier jetzt zum Abschluss dieser ersten Waldrunde 2024 noch schauen, ob sich Prachtbecherlinge zeigen. Stattdessen finde ich den Winter-Trompetenschnitzling. Der legt hier richtig los. Da am Boden ein größerer Fruchtkörper und hier auf dem Totholz ganz, ganz viel junges, frisches Wachstum. Der Winter-Trompetenschnitzling ist ein Folgezersetzer und ich finde den eigentlich überwiegend in Auwäldern. Der scheint ganz, ganz gerne totes Laubholz zu zersetzen. Ja, er scheint dann entweder auf vergrabenem Totholz, sowie der größere Fruchtkörper, oder auch mal direkt auf ein paar dickeren Ästen, die oberflächlich liegen. Ist kein Speisepilz, aber einer der wenigen Pilze, die so richtig nach Pilz aussehen, Hut, Lamellen, Stiel, die man im Winter finden kann. Und deswegen freue ich mich da jedes Jahr, wenn die auftauchen. Besonders schön ist es natürlich, wenn ein bisschen Schnee liegt, alles so ein bisschen trist ist, weiß, weiß-gräulich. Ja, und dann wachsen da dazwischen die orangen Trompetenschnitzlinge. Ja, es hätte mich doch stark gewundert, wenn nicht auch hier schon die Prachtbecherlinge kommen würden. Hier jetzt der erste Fund, noch sehr, sehr klein. Jetzt schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Vielleicht ist ja auch hier schon der ein oder andere ein bisschen ältere, größere Fruchtkörper dabei. Schaut's mal, wie klein der Prachtbecherling hier in der Bildmitte ist. Den kann man kaum erkennen. Aber jetzt können wir uns mal verschiedene Wachstumsstadien, Altersstufen vom Prachtbecherling anschauen. Hier jetzt gefühlsmäßig frisch geboren, kaum zu sehen. Ja, der ist nicht mal Stecknadelkopf groß. Hier drüben wird es dann schon ein bisschen größer und deutlicher. Und hier unten dann doch schon ein bisschen größer und älter. Ja, und je mehr warme Tage jetzt in Richtung Februar und März kommen, desto größer und schöner werden diese Prachtbecherlinge. Das werden wir natürlich wie jedes Jahr ganz, ganz intensiv beobachten. Das war sie also, unsere erste Waldrunde im Pilzjahr 2024. Mir hat es mega Spaß gemacht, ganz, ganz viele Überraschungen. Gerade die frischen Judasohren oder die Samtfußrüblinge, ja, hätte ich nicht wirklich damit gerechnet. Ja, und dass sich die anderen Arten nicht gezeigt haben, gut, das dauert vielleicht hier in dem Habitat einfach noch ein bisschen. Schauen wir mal, wie sich's entwickelt, wenn man sich's genau überlegt. Ja, vielleicht so ein bisschen angespornt von diesem frühlingshaften Wetter und den milden Temperaturen. Dann sind es eigentlich fast nur noch 11, 12, 13, 14 Wochen, bis es mit den Morcheln und Werpeln losgeht. Also, ja, jetzt müssen wir schon so ein bisschen schauen, dass wir so gerade die nächsten 10 Wochen nochmal so richtig dieses Winterpilz-Feeling genießen, denn dann ist auch das schon wieder vorbei. Zeit vergeht, gerade in den letzten Jahren wie im Flug. Ja, und da muss man jede Stunde, Minute, Sekunde im Wald so richtig genießen. Ich wünsche euch auf alle Fälle einen tollen Start in dieses Pilzjahr und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.